So, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Demo für heute Abend. Wir gucken mal in What the Car rein, in die Demo davon. Die wurde gestern bei der Triple I Initiative im Stream vorgestellt. Das Spiel kam ursprünglich mal für die Apple Arcade raus, als Exklusivtitel, also zeitexklusiv. Aber im September ist es scheinbar soweit, dass das Spiel dann auch auf Steam rauskommt und wahrscheinlich auch noch auf anderen Plattformen. Und in dem Zusammenhang ist jetzt halt auch eine Demo erschienen. Ich habe den Vorgänger What the Golf gespielt und der hat mir sehr gut gefallen. Ist schon so ein kleines, eher Casual-Spiel, aber es ist halt sehr witzig und abgedreht mit sehr vielen kreativen Ideen. Deswegen würde ich es auf jeden Fall empfehlen, auch wenn man keinen Golf mag, beziehungsweise eigentlich die meisten Spiele von denen sind für Leute, die kein Golf mögen oder wahrscheinlich hier auch nicht so auf Autofahren stehen. Es gab auch einen, also noch einen VR-Titel, der hieß What the Bat, wo man, ich glaube, zwei Baseballschläger als Hände hatte und damit Aufgaben erledigen musste. Das konnte ich aber leider nicht spielen, weil ich keine Virtual Reality-Brille habe. Aber naja, ich bin sehr glücklich, dass das Spiel jetzt auch aus der Apple-Exklusivität rauskommt und ich damit auch mal die Chance habe, das zu spielen. Umso mehr freut es mich, dass wir davon auch mal eine Demo haben. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was uns hier erwartet. Wir spielen so 15 Minuten ungefähr rein. Versucht die Uhr im Auge zu behalten. Und dann drücken wir jetzt mal Space, um zu hupen, weil wir wegen der Demo hier sind. Dann legt die Räder ab. Oh. Was für eine Passis. So, auf dem Mauszeiger kann ich, ich weiß gar nicht, wie man das Spiel spielt. Kann ich das auch mit Controller spielen? Ja. Hui! Ihr sagt Bescheid, wenn der Ton zu laut oder zu leise ist. Ah. Hopp, 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 hopp. Der Bär gerade abgehauen. Oh, es ist ein Boostfeld. Miau. Oh, ich kann nicht mehr hupen. Okay, direkt Gold. Okay, es ist also scheinbar ein Zeitspiel. Zeitkurs. Ah, hallo Jackie. Oh. Kann ich auch hüpfen? Nee. Miau. Auch irgendwie mehr Geschwindigkeit machen kann? Sehr gut. Wer braucht schon Freunde, wenn er Raketen hat? Ah, jetzt habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen, glaube ich, oder? Nee, reicht trotzdem. Okay, also jetzt konnte ich dazu hupen, die Boost-Taste drücken. Hey, schöne Beine. Gibt es noch mehr, woher das kommt? Zu lang. Spaghetti-Beine? Total Banane. In deinem Mund? Nee. So viele Möglichkeiten. Aber wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Oh, ist die Demo schon zu Ende? Ich hoffe, du hast Spaß. Okay, puh, ich dachte schon, die Demo ist zu Ende. Geil, Jumps. Ja.
ist dieses Kirby-Spiel mit dem Auto? Weiß nicht, ist es? Wenn kein Kirby-Spiel mit dem Auto. Oh, dahin kann man was einsammeln. Das möchte ich haben. Oh, aber nur eine Silberkrone. Aber ich habe ein Foto bekommen. Aber jetzt habe ich ein Silberfoto bekommen. Naja, ist ja nur die Demo. Muss ich hier nicht 100% Gold machen. Auch wenn ich gern wollen würde. Oh! Hui! Mist, habe ich hier jetzt irgendwas übersehen? Das brauchen wir erst, wenn wir fahren. Hilfe! Haben wir, glaube ich, aber an Tempo verloren. Oh, da rechts wäre es auch lang gegangen. Shit. Oh, das geht aber schnell runter. Aber ich glaube, wir sind schneller, wenn wir nicht fliegen. Was? Das kann doch gar nicht sein. Naja. So, was? Schwingen und springen? Oh nein. Ich hab doch noch gar nichts gemacht gehabt. Das ist ja wie Dingens, wie Yeti Sports. Oh, da unten wäre es gewesen. Oh nein! Welcher Ball sind wir? Oh! Oh. Ich glaube, wir sind einmal gedreht. Naja. Der ist aber am Leiden. Oh, das ist ja fast Tokyo Drift hier. Ich wusste nicht, dass man da auch runterfallen kann. Jetzt sollte ich bremsen. Okay, da rechts wäre das Bonus-Ding, aber ich mach lieber mal den Standardweg. So. Kam mir nicht so schnell vor. Okay, reicht aber noch. Glück gehabt. Oh, geil. Komm ich nach da? Boing, boing. Oder boing, boing. Nein. Ich muss Kicker spielen. Besser nicht boing, okay. Muss ich nochmal machen. Vielleicht zu spät gecheckt. Nein. Nein! Nein! Oh oh, ich hab gar keinen Keeper! Wie soll ich denn das jetzt... Wie soll ich das denn jetzt halten, wenn ich keinen Keeper hab? Oh nee.
Oh nein. Cara Delevingne reinzugeben. Naja, vielleicht kommt es ja noch. Aber in der Demo wahrscheinlich nicht. Aber um das rauszufinden, musst du es dir dann wahrscheinlich kaufen. Das Level kenne ich doch. Ja, zumindest so ähnlich. Car with Cold? Oh. Miau. Gesundheit. Uiuiui. Ah. Das arme Auto. Was jetzt? Habe ich zu viel geschnitten oder was? Okay, ich darf nur 3 schneiden. Oha. Das ist aber ein, nein! Wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, 4. 1. Nein, das war 4 zu viel. Kacke. Hallo, Kel. Bist du zurück aus dem Urlaub? Nee, ach, ich darf gar... Oh Mann, ey. Ich hatte doch schon Banane. Hab ich mich ablenken lassen. Bitte lenken Sie mich hier nicht beim Schneiden ab. Ich muss hier kochen. 3 Banane. Und 6 Gurke oder was das ist. Tada! Du bist wieder da. Wie war's denn? Stimmt, richtig doof. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt bin ich fertig mit Schnibbeln. Jetzt ist bestimmt noch die Demo-Zenne. Hup, wenn du Beeren magst. Oh Mann, du bist spitze. Wir kommen zu spät zur Demo. Schnell, zur Bärenhöhle. Tri-Band präsentiert. What the car? Oh. Das ist jetzt die Overworld, oder was? Die Hauptwelt. Hier entlang. Hier gibt es nichts zu sehen. Team. Wishlist. Was sind das für Knöpfe? Oder sind das, ach so, das sind die Level. Können wir noch mehr machen? Das E.T.-Szene ist. Okay, Kellergeschirm war sehr, sehr cool. Das freut mich. Kannst du gerne mal, müssen wir mal irgendwie, weiß auch nicht. Oh shit. Oh nee. Oh nein. Hm. Mal einen Discord-Talk oder so machen, wenn du willst. Oder du kannst ja wie Anki so eine kleine Präsentation vorbereiten, bitte. Wenn sonst nichts ist. Aus dem Weg. Ich bin ein Fahrrad. Ich glaube, hier ist ein Booster, das ist schneller. Und eine Riesenmöwe. Kann ich irgendwie schneller fahren? Nee. Digitale Diashow, ja. Fände ich cool. Also das hier ist wahrscheinlich... Ich hätte jetzt halt nicht gedacht, dass man hier noch Level zocken kann. Wir haben den Bären verloren. Sorry! Okay, das geht im Menü. Wir haben jetzt schon fast 15 Minuten gespielt. Vielleicht will ja auch nicht zu viel von den Witzen vorwegnehmen. Wir haben es gesehen, also... Ich denke mal, das wird auch so sein wie in... In What the Golf hat man auch immer so Zwischensequenzen oder Bereiche und dann kann man da dann die Level anwählen. Ich denke mal, hier wird es auch so sein. Hallo, wer bist du? Albert Einstein? Ah, der Entwicklerbär. Hier bist du genau richtig, wenn du schwere Level magst. Okay.
Das hier meinst du? Na, dann machen wir das noch zum Abschluss. Totenkopf-Level! Du solltest nicht hier sein. Wenn ich ein Auto wäre, würde ich mich von hier fernhalten. Okay. Kann ich nicht einfach hier so quer drüber fliegen? Oh, hat fast nicht gereicht. Nein! Oh, Shitski! Das mag ich gar nicht. Hi, Andi. Früher. Achso, ich spring damit gar nicht. Ich schweb damit ja eigentlich nur. Aber die Bären haben so Wurstarme. Im Gegensatz zu Andi, der hat Aalarme. Aber was ist denn hier los? Wir spielen What the Car. Wonach sieht's denn aus? Hui. Cool. Da. Wieder ein bisschen ehrlich. Was, nur Silber? Trotz meiner ganzen Abkürzung, das gibt's ja gar nicht. Blomp. So, das war's schon jetzt, oder was? Sieht hier so verdächtig aus, als wäre da hinten noch was. Na gut, ich würde aber sagen, als erster Eindruck reicht mir das schon. Es ist schon sehr ähnlich zu What the Golf, nur dass man halt eben keinen Golfball spielt und den... dahinter ist noch ein Level. Dass man keinen Golfball spielt, sondern, ja, ist halt eher so ein bisschen Racing in komisch, aber auch mit anderen... Totenkopf-Level. Achso, weil das ein schwerer Level ist. Es soll unmöglich zu schaffen sein. Einfach auf und kehr um. Ja, das ist aber wirklich das letzte Level. Geil! Alter, das ist ja Trials. Bitte was? Eieiei, Hilfe! Weak! Oh. Wie? Ich war noch gar nicht runtergefallen. War das aber echt cool. Eigentlich muss ich eigentlich nur geradeaus fahren, aber ich bin da so viel rum. Die ist ja wirklich schwer. Wenn das Tom sieht, dass ich in einem Trials-ähnlichen Level so abkack. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Das muss ich auch euch überlassen. Ladet euch am besten einfach selber die Demo runter und postet dann im Discord, wenn ihr es geschafft habt. Dann könnt ihr sagen, ihr seid besser als ich. Oh oh. Idealkurve. Die Idealschraube. Vielleicht habe ich auch einfach den falschen Schraubendreher. Oh nee. Oh ja. Hab's gesaved. Okay, das ist mir zu... Also ich meine, es fährt sich natürlich auch ein bisschen wonky, ne? In meiner Verteidigung, aber... Ich glaube, ich habe dafür jetzt in der Demo nicht so die Geduld, das bis zum Ende zu spielen. Alter Schwede. Okay, aber ich bin ein bisschen weitergekommen. Stock und Stein brechen deine Räder. Wirklich fortfahren? Vielleicht nicht. Muss nicht. Kannst auch einfach umkehren. Mir wurde nicht gesagt, wie. Okay, ja, wir gehen jetzt mal raus. Hier sieht man noch Bestenlisten. Ach du Scheiße. Okay. Oh, und da ist noch ein QR-Code. Sollen wir den auch noch einscannen? Schnell.
Wahrscheinlich auch nur Link auf die Team-Seite. Gut, das ist What the Car. Ist sehr ähnlich zu What the Golf. Falls ihr das mögt, einfach nur, dass das Spiel lustige Wortwitze macht und kuriose Level hat und sag mal so, das Racing-Thema hier nicht so ernst nimmt, beziehungsweise dann halt auch das Golf-Thema nicht so ernst nimmt, dann kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen. Also What the Golf hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es jetzt nicht das anspruchsvollste Spiel ist. Und ich denke, dasselbe erwartet einen halt auch in What the Car. Halt eine Menge Humor, ganz viele verrückte Level, verrückte Ideen. Und ja, für so zwischendurch das ein bisschen zocken, das ist auf jeden Fall ganz nett. Also mehr von dem, was man kennt. Damit sage ich schon mal Tschüss, YouTube. Und bis zur nächsten Demo, wenn ihr wollt. Tschüss.